Und mit den Daten können wir jetzt natürlich schon super gute Fragen versuchen zu beantworten. Und das ist sozusagen das Ziel der Übungsaufgabe, die wir gleich angehen wollen. Aber vorher möchte ich dieses Select-Statement, was wir jetzt hier ganz schnell kennengelernt haben und hier in der einfachsten Form sehen, etwas strukturierter einführen. Und das immer jetzt im Wechsel zwischen einer Folie, wo wir das mal sozusagen Schritt für Schritt uns die möglichen Konstrukte anschauen, die es hier gibt. Das ist jetzt wirklich ein, ja, ich würde mal sagen, Schnelldurchlauf. Ich mache das ja immer ganz gerne so, dass wir erstmal ins kalte Wasser springen, im Schnelldurchlauf uns die wichtigsten Sachen angucken, so viele sind es nicht, die einmal ausprobieren und dann können wir nachher in der Übungsaufgabe versuchen, das selbst anzuwenden und dann immer wieder nachschlagen, wie war das nochmal, wenn ich Daten sortieren möchte. Und dafür haben wir dann sozusagen dieses Nachschlagewerk. Und das Select-Statement haben wir gerade jetzt schon in Action gesehen. Also das ist also die dieses Select-Sternchen from Customer würde uns also alles aus der Tabelle Customer liefern. Und das Ergebnis ist immer eine Tabelle. Und mit dem Select-Statement kann man aber deutlich mehr machen. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug für die Datenanalyse. Und wir wollen uns jetzt die Basics sozusagen erstmal anschauen und dann immer auf ein Beispiel anwenden in unseren Daten. Und das hatten wir gerade schon gesehen. In der einfachsten Form ist es tatsächlich das Schlüsselwort Select. Ja, Select ist aus dem Englischen natürlich für auswählen, wähle aus und wähle aus was. Das ist eigentlich immer das, was nach dem Select-Statement kommt. Und das Sternchen ist jetzt so ein sogenannter Wildcard-Selector. Ihr kennt diesen Begriff Wildcard, also steht für alles in dem Fall. Sternchen heißt einfach alles und damit meinen wir alle Spalten. Also nach dem Select-Statement kommt normalerweise eine Liste von Spalten. Das ist hier so schematisch dargestellt. Eine oder mehrere Spaltennamen. Und wenn wir einfach sagen wollen, wir wollen alles, dann können wir das Sternchen nutzen. Und dann gefolgt hinter der Auswahl der Spalten kommt dann dieses From. Und From und SQL, das seht ihr schon, ist so ein bisschen an die natürliche Sprache angelehnt. Selektiere bestimmte Spalten von einer bestimmten Tabelle. Ja, so kann man das dann auch lesen. Und dann kommt ein Tabellenname und dieser muss natürlich existieren. Und wenn wir uns das dann nochmal hier anschauen, Beispiel Select Sternchen from Customer, ja, gibt uns hier in dem Fall, sehen wir hier 614 Zeilen. Wenn wir uns hier vertippen, dann kriegen wir die Fehlermeldung, es gibt so eine Tabelle gar nicht. Also wir können durchaus uns vertippen, aber kriegen dann entsprechend auch kein Ergebnis, sondern eine Fehlermeldung. Und das können wir mit jeder dieser drei Tabellen machen. Und drei Tabellen ist halt eine überschaubare Datenbank. Aber in der Art und Weise sind zum Beispiel die Informationen in dem Online-Shop, über den jetzt das Campusbier verkauft wird, die sind in einer ähnlichen Struktur tatsächlich abgelegt mit natürlich mehr Feldern und ein paar mehr Details und auch mehr Tabellen. Aber die Grundidee, die wir hier kennenlernen, ist die gleiche. Man nutzt also Tabellen und wie wir beim nächsten Mal sehen werden, sind diese Tabellen meistens verknüpft untereinander. Und das nennt man das relationale Modell. Und das werden wir beim nächsten Mal uns nochmal genauer anschauen im Kontext unseres Beispiels hier. Genau, das ist also das einfache Select-Statement. Und wir können, um das mal zu vervollständigen, jetzt nicht nur Sternchen nutzen, sondern wenn wir wissen, welche Spalten es gibt, und das kriegen wir hier raus, dann können wir zum Beispiel auch nur eine Spalte selektieren. Also nur die City würde uns jetzt praktisch nur eine Spalte im Ergebnis zurückgeben. Für alle Zeilen in diesem Fall einfach nur die City. Und wenn ich dazu noch Accepts Marketing selektieren möchte und wenn ich mehrere Spalten habe, ich habe mir angewohnt, das dann auch in mehrere Zeilen aufzuteilen. Das hat einen pragmatischen Grund und ich rücke das dann auch gerne so ein bisschen ein. Wenn ich ganz viele Spalten habe, wird es besser lesbar. Und dann bekomme ich also die zweite Spalte auch dazu. Wenn ich das so mache, kann ich ganz schnell mit einer Kommentarfunktion, minus minus, ist also eine Kommentierung, auch Spalten wieder rausschmeißen. Deswegen mache ich das ganz gerne in einer neuen Zeile, wenn es eine lange Liste ist und ich will möglicherweise eine Spalte wieder schnell mal entfernen, dann kann ich das einfach mit minus minus, das ist sozusagen die Auskommentierung, wie in JavaScript, slash slash, funktioniert hier nicht. Minus minus müsst ihr hier nutzen. Genau, und so kann ich Komma getrennt, dann beliebig viele Spalten aus der Tabelle selektieren.